Hallo, wir starten heute eine kleine Serie zum Thema Pfeilbau, Pfeiltuning. Dabei geht es im Wesentlichen darum zu bestimmen, wie wir den Befiederung festlegen. Dann geht es um den Zusammenbau, wie klebe ich ein Insert ein. Danach werden wir einen Rohschafttest machen. Und den gehe ich ganz detailliert mit euch durch. Alles, was man so in Betracht ziehen könnte, was bei rauskommt, wie verschiedene Pfeilstellungen zu deuten sind. Dann machen wir noch einen kleinen Test zum Thema Befiederung. Ich habe mir Folgendes überlegt. Das Thema Befiederung. Ich werde 4 verschiedene Pfeile bauen. Also bis zum Rohschaft sind die noch komplett identisch. Dann bekommt einer 3 Zoll Federn. Einer bekommt 4 3 Zoll Federn, einer bekommt 3 5 Zoll Federn und einer bekommt 4 5 Zoll Federn. Diese werden wir dann auch, denke ich mal, durch den Chronographen jagen. Wir werden mal schauen, inwiefern sich die Federn wirklich auf die Geschwindigkeit auch auswirken und den Pfeilflug. Da werde ich wahrscheinlich ein paar Zeitlupenaufnahmen machen, um mal zu schauen, ist da noch was rauszuholen? Merkt man den Unterschied ganz doll oder ist es eher zu vernachlässigen? Heute fangen wir einfach mal mit dem sogenannten Floating-Test an. Der Floating-Test, der findet gleich bei mir in der Badewanne statt, aber keine Angst, ich hüpfe nicht dazu. Den brauchen wir, um herauszufinden, wie wir die Befiederung anbringen. Aber dazu gleich mehr. Wir machen heute einen kleinen Floating-Test. Wie ihr seht und hört, ich bin im Badezimmer. Wir haben hier einen Schaft. Der ist nagelneu. Wir haben das Wasser wunderschön mit Seifenlauge. Und jetzt kommt Folgendes. Dieser Schaft, man sollte denken, dass sie alle gleich gebaut sind. Ich hoffe, man sieht das. Der dreht sich immer wieder in ein und dieselbe Richtung. Also ich kann ihn hier verdrehen. Und gut, mal geht's schneller, mal geht's langsamer. Aber im Wesentlichen kann man sehen, er dreht sich von selbst immer wieder wohin? Na klar, auf die schwere Seite. Die Schäfte sind relativ präzise gefertigt. Aber es gibt immer noch eine schwerere und eine leichtere Seite. Das benutze ich eigentlich nur, um dann hinterher zu bestimmen, wo meine Leitfeder hinkommt. Also man könnte jetzt sagen, das hat was mit dem Spline zu tun. Und ja, das ist kein Versprecher. Es geht wirklich um den Spline, nicht um den Spine. Das ist eigentlich so ein Relikt aus der Zeit des richtigen traditionellen Schießens mit Holzpfeilen, Holzbögen, weil man dann einfach gucken wollte, wie der Schaft sich verhält, in welche Richtung er sich gerne biegt oder auch nicht. Und da Holzschäfte ja in der Regel nicht wirklich in sich präzise sind, sondern ein Naturprodukt und somit verschiedenen Varianzen unterliegen, konnte man so ganz gut herausfinden, in welche Richtung sie sich hinterher wohlmöglich am besten biegen lassen. Jo, jetzt komme ich zu dem Punkt. Wir sehen, es hat sich wieder alles austariert. Und ich werde gleich auf der Seite hier hinten, oh, ich hoffe, man sieht es noch, ja, eine kleine Markierung setzen und auf die exakt gegenüberliegende Seite, also da, wo der Pfeil schwerer ist, da kommt dann hinterher meine Leitfeder hin. Den Schaft selbst habe ich einfach nur auf beiden Seiten mit einer Nocke versehen. Ja. Diese Nocken sind um 90 Grad versetzt, damit sie halt eben möglichst wenig Auswirkungen auf den Test haben. Jo, und das mache ich jetzt mit dem ganzen Satz, den ich habe, und weiß dann hinterher genau, wo meine Federn hinkommen sollen. Wir sind zurück aus dem Badezimmer, aus der Wanne wieder raus, in meiner kleinen Bastelecke. Die Schäfte habe ich gerade an der weichen Seite markiert. Das heißt, ich habe mir die Markierung genommen und die Nocke mit der kleinen Nase, ich halte es mal in die Kamera. Eigentlich bei allen Herstellern haben die Nocken so eine kleine Nase an einer Seite. Das hat den Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel das Ganze aus dem Köcher zieht, kann man einfach hingehen und man merkt schon direkt mit den Fingern, okay,
wo ist meine Leitfeder? Das kann man blind machen, man spürt es ja und hat sofort immer den richtigen Dreh. Genau an die Position kommt später unsere Leitfeder. Ich habe noch einen hohlen Schaft. Das heißt, da muss noch ein Insert rein, da muss eine Spitze drauf und dann können wir uns ranwagen, einen Rohschafttest zu machen. Darüber werde ich ein extra Video machen, über diesen Rohschafttest. Da werden wir rausfinden, wie schwer muss das Spitzengewicht sein. Also ich habe schon in etwa eine Vorstellung. Und zum anderen werden wir herausfinden, wie lang der Schaft sein muss. Die Schäfte sind aktuell noch ungekürzt, das heißt ganze 32 Inch. Ich habe einen Auszug von knapp über 30. Das heißt, da ist noch jede Menge Platz zum Spielen. Jo, wenn euch das gefallen hat, gerne Daumen hoch oder Schaft hoch. Bis zum nächsten Mal.